Ja, letzter Vorlauf. FWD, Stefan Schulz derzeit in Führung vor dem Dennis Fatke, Mirko Morgenstern und dem Rico Tonert. Auch noch dabei ist der Henrik Heitsch, Christian Schneider, der Schuhmaker, Schuhstar und Ralf Krause. Ja, hier ist gerade der Tobi Schuster im Bild mit seinem gelben Fahrzeug. Also man sieht es schön an der gelben Karosserie, war beim letzten Mal schon stark. Dahinter ist der Stefan Schulz, der ihn quasi überrundet. Überrundet ist aber nicht, weil, ja, wir wissen ja, wir fahren gegen die eigene Zeit. Jeder fährt gegen seine eigene Uhr in den Vorläufen. Und ja, zwei Vorläufe werden heute gefahren. Das ist mit Vorlauf Nummer 2. Den ersten hatte Stefan schon gewonnen. Den zweiten sieht sehr gut aus. Er hat schon einen kleinen Vorsprung rausgefahren vor dem Dennis Fatke, der mit Mirko Morgenstern um den zweiten Platz kämpft. Dahinter Rico Tonert und Henrik Heitsch. Hier der Mirko Morgenstern im Bild. Rot, gelb, blaue Karosserie ist sie gut zu erkennen. Und dahinter in der grauen Karosserie im Bild ist der Dennis. Ja, Dennis hat eine sehr saubere Linie, schön innen. Kann aber kaum ranfahren an den Mirko. Wenn man sich die schnellste Rundenzeit ansieht, sind die eigentlich quasi gleich schnell. 0,04, ja, 400 ist er ein Tick schneller. Das war's dann aber auch. Das ist der Rico Tonert, gerade im Bild. Ja, derzeit auf Platz 5. Henrik Heitsch hat sich knapp an ihm vorbei geschlichen, um eine Zehntel. Jetzt Führungsweg oder Wechsel wieder Rico vor dem Henrik. Ja, geht sehr eng zwischen den beiden zu. Genauso wie an der Spitze. Ja, hier Henrik im Bild. Die beiden sind jetzt gerade beim Überrunden. Zuerst war es der Rico, der vorbeigefahren ist. Jetzt folgt der Henrik. Ja, man sieht, manchmal deckelt er noch, aber das ist gut in der Reihe. Ja. Jetzt beide ein Überholmanöver. Ja, muss natürlich jetzt versuchen, schön innen rein und hat es wieder so geschafft. Ja, jetzt heißt für ihn, er muss an Rico dranbleiben. Ganz knapp liegt Rico vor ihm. Ja, vielleicht schafft er es ja jetzt. Jetzt hat er Platz 3 übernommen und vorne hier Stefan Schulz, easy in Führung, hat schon Vorsprung von. Jetzt müssen wir warten, bis der Mirko das Ziel kommt. Jetzt erst hat knapp, ja, knapp 3,3 Sekunden Vorsprung ins Ziel gerettet. Ja, zweiten Vorlauf damit auch gewonnen. Stefan Schulz, Mirko Morgenstern, Henrik Heitsch.